So, Dünner hier kann sich mal gute Kugeln einlegen. Immerhin hat noch Pfeile. Und hier ist nichts. Ja, da geht's wieder ins Räuberlager hoch. Dann gehen wir erstmal hier rüber. Das hier sieht aus wie ein alter Altar. Das sind Ruinen. Das könnte so eine Art alte Kirche gewesen sein. Minskheim wäre eine gute Idee. Oder Minsk kriegt einfach zwei Heiltränke. Ihr habt eine Aufgabe. So, du gibst Minsk gleich zwei neue. Was wollten gut? So viel Heiltränke müssen wir nämlich gar nicht mit uns rumschleppen eigentlich. Es reicht, wenn jeder einen Stack hat. Und einen Reservestack zum Nachfüllen. So. Und da ist gleich das Räuberlager. Hier sind noch mehr Ruinen. Also wieder mitten reinrennen ins Räuberlager werde ich nicht. Ich glaube, ich werde erstmal dieses seitliche da, dieses Seitenlager mir unter die Lupe nehmen. Was nördlich vor dem See ist, das hier, weil das scheint abgelegener zu sein. Vielleicht kann ich dort ein paar Räuber überraschen. Noch. Genau solche Räuber. Dies ist mein Wahlspruch. Das andere. Hauptgoblins der kalten Hand. Oh. Und die geben sogar einen Räuberskalp. Ja, hier dürft klingt so, als ob hier noch mehr sind. Und die machen hier makabere Sachen. Noch ein Hobgoblin der kalten Hand. Okay, die machen hier definitiv makabere Sachen mit Skeletten. Flammenpfeil, den kann Dünner hier nicht benutzen. Jo, kann also weg. Genauso wie das hier. Das hier und das hier. War gut. Verschont keinen. Ich hole dir mal so richtig die Fresse, dann hast du ausgelacht. Wer hat das jetzt gesagt? Das war der hier. Au. Man kann's ja mal schauen. Ich polier dir mal so richtig. Ja, der sagt das. Ja, nichts leichter als das. Ein Hauptkoblin, der gute Gemeinsprache spricht. Okay, die beste Idee, die ich gerade habe, ist. Ihr braucht meine Hilfe?
Khalid, was hast du entdeckt? Einen Räuber. Ja, ihr schlagt ihn. Der hat nichts. Nichts leichter als das. Wenn niemand besser geeignet nichts ist. Leicht, so. Ja, nichts leichter als der das. Räuber ist weg. Würde ja eigentlich schon fast sagen, wir gucken, dass wir uns in eine der Hütten verstecken und dort rasten. Mich kümmert's nicht. Ich hab genug davon. Da kommen sie nämlich wahrscheinlich niemals auf die Idee, uns da drin zu suchen. In ihren eigenen Hütten. Achso, da war der Feuerpfeil drin. Was wollt ihr? Nichts ja, gucken wir einfach mal in die Hütte rein und hoffen das Beste. Oh. Tersus. Gut. Okay, wir haben wohl gerade einen Räuberanführer überrascht. Du bist hier lang. Ich glaube, der wäre sogar freundlich gewesen, hätten wir gesagt, wir wollen uns ihn anschließen. Na, der hat nur ein paar Waffen hier. Ein nicht so gut aussehendes Schnelligkeitsöl. Und sonst nichts. Beinahe unter meiner Würde. Und wir können uns hier drin nicht ausruhen. Ja, sehr schön. Gut. So, was hattest du dabei? Ein Haufen Gold. Und du hast auch ein paar schöne Sachen dabei. So. Ja gut, dann gucken wir uns halt die Hütte noch an. Gorayan wäre auf eure Taten. Oder wir ziehen uns in das Gebüsch hinter den Hütten zurück und rasten da kurz, weil Khalid hält nicht mehr lange durch. Kann ich euch behilflich sein? Khalid, nimm mal noch einen Heiltrank. So, das hat geklappt sogar. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Und dann versucht ihr beide mal Khalid hochzuheilen. Ja, Khalid ist echt so ein Fall für sich. Entweder er steckt ordentlich was ein oder er steckt gar nichts ein. So, dann gucken wir jetzt mal hier in die Hütte. Oh, Flitz und Kobold und Gnolle. Kobolde. Ein bisschen groß für Kobolde, würde ich sagen. So, sterbt. Das war wohl das Zelt der Kobolde. Der Gnolle. Ja, ihr seid Kobolde, das habt ihr jetzt davon. Unsichtbarkeit entdecken und wahrscheinlich sonst nichts Wertvolles. Ich bin voll bewaffnet. Ich tue mein Bestes. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Im Weg stehen können die Jungs gut, meine Truppenmitglieder. Gut. Ja? Immerhin hat es geschafft, das Schloss zu öffnen. Da ist ein bisschen Geld und Glitzer drin. So, und in den beiden Fässern noch gucken. Oh, hier liegt sogar ein Sack rum. Vor der Kiste ein Sack. Mit Gold. Ja, gut. Oh, da ist auch noch eine Kiste. Ist die verschlossen? Nein, aber da ist nichts drin. Gut. Ja. Ist doch völlig normal, dass man sich gerne an der Tür verkeilt. Khalid, muss das sein? Kannst du dich nicht ordentlich verteidigen? Gucken wir nochmal in die Hütte rein. Die Kiste können wir nicht plündern und den Sack? Gut. Doch, den können wir plündern. Liegt jetzt da was Besonderes drin, hoffe ich mal, sich das orientiert hat. Na, immerhin fast 100 Gold. Nichts leichter als das.
die Kisten um das Ding herum. Will ich mir auch noch kurz ansehen, um die Hütte herum. Ob da was Wertvolles drin ist, Brandöl. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Und ein toter Hobgoblin. Hey, da ist eine Höhle. Und hier geht's rein. Dann habe ich ihm gegen seinen Kopf. Nichts leichter als das. Wer bist du? Ich mag euch nicht, ganz euch gar nicht. Ja, toll. Euer Aussehen gefällt mir auch nicht, aber immer noch besser als ein ganz zermatschtes Gesicht, oder? Was ihr mögt oder nicht, ist kaum meine Sorge. Ich möchte nur etwas über diesen Ort erfahren. Seht nur, dass ihr hier wegkommt. Ich habe doch schon mal gesagt, dass ich euch nicht mag. Und das wird sich in näherer Zukunft auch nicht ändern. Okay, er ist einfach gegangen. Nichts leichter als das. Gut. Gucken wir mal, was er so hat. Mich kommt hier lang. Ja, beinahe unter meiner Würde. Scheinbar nichts. Du bist ja hier lang. Außer ein bisschen das Gold. Nichts leichter als das. Waren jetzt seine Schläger uns draußen? Nö. Gut, es bleibt ja nicht mehr viel zum Aufdecken, außer das Zentrallager und diese Höhle hier. Ein Haufen Flints. Einer ist sogar gutartig. Ihr seid gekommen, um euch über Karlax lustig zu machen. Der Clan des Karlax befindet sich schon lange genug in Höhlen. Lasst uns jetzt raus, sonst müsst ihr sterben. Warum seid ihr überhaupt hier drin? Wir hier wegen Unheil, das wir in Lager angerichtet. Große Streit vor zwei Nächten. Ihr solltet wissen, dass es sei denn, ihr nicht zu schwarzen Krallen gehört. Ihr nicht richtig riechen. Ihr sterbt. Machen wir es andersrum. Ihr sterbt. Ihr seid doch nur ein paar Gnolle. Und euch haben wir schon genug getötet. Genau. So, was ist im Zimmer nebenan? Noch mehr Gnolle. So. Was wollt ihr gut? Gnolle tot. Gut für uns. Ja, o allgegenwärtiger. Du heißt mal wieder Kali. Und du sagst all das Gold hier ein. Und was er so dabei hatte, der Anführer. Das dürfte der hier gewesen sein. So, noch etwas Schmuck. Ihr habt eine Aufgabe? Du hast noch einen Heizsauger. Ja. Und du hast noch einen für dich selber. Was wollt ihr? Also zur Not können wir sie in dieser Höhle verstecken. Nichts leichter als das. Weil die ja wahrscheinlich nicht damit rechnen werden, dass wir sie in einer Höhle voller Gnolle verstecken werden. Gut. Und dort rasten. Wer wird schon nicht in ihren Zelten verstecken können zum Rasten? Dann eben in ihrer Höhle. Ja, ich hab genug davon. So, Imoin, du öffnest mal die Truhe hier. Hey, ein Pfeil. Ein paar Pfeile. Ein Säurepfeil. Das ist übrigens ein giftiges Öl, das kann weg. Du hast auch nicht mehr viel Platz, hä? Pfeil plus 2, der kann auch mal wieder zu dir. Weil du musst jetzt mal nachladen. So, du kannst die noch verballern. Was? Beinahe unter meiner Würde. Wir müssen nach dem Räuberlager eh wieder mal zurück nach Berikost.
Wahrnehmungselixier. Oh, das ist definitiv was für Imbolden. Kann wahrscheinlich auch nur von ihr benutzt werden.